Einer meiner Hauptziele bei dieser Veranstaltung ist TKW. Wir waren hier schon mal tagsüber, da war hier alles voll. Deshalb jetzt zum Feierabend gebe ich euch eine Schnellführung hier durch. Fangen wir hier vorne an, und zwar sind hier die Kohlenstrahlrohre. Ich nenne das mal ein Männerregal, so wie ich es am liebsten zu Hause haben würde. Verschiedene Variationen. Es gibt die hier, wo die Wassermenge fest eingestellt ist. Hier kann man nichts verstellen. Das ist so der wesentliche Unterschied. Man kann da nur die Strahlform ändern. Finde ich gar nicht schlecht. Das ist mehr so ein Zwischending, fast zwischen ganz normal Mehrzweckstrahlrohr und Hohlstrahlrohr. Oder halt der Klassiker mit einstellbarem Durchfluss, ne? Und dort Flush-Funktionen und so weiter. Kennt ihr einfach mal Videos. So, das ist sozusagen der eine Teil, der hier ist. Hier ist natürlich mit verschiedenen Durchflussmengen. 235, 400, was haben wir hier oben? 150. So, okay. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. So ein mobiler Wasserwerfer. Also man sagt dazu entweder Wasserwerfer oder Wassermonitor. Ganz einfach, man macht das auf. Man kann ihn so relativ leicht mit einer Hand tragen. Also es ist wirklich gut tragbar. Und man kann dann hier die Füße ausklappen und das Ding sicher abstellen. Was man noch hat, ist hier eine Einstellmöglichkeit, dass man hier sozusagen den Winkel einstellen kann. Man kann den Durchfluss einstellen. Der geht hier bis 1900 Liter, ne? Also fast 2000 Liter pro Minute. Man kann ihn zwar auch mit weniger Wasser betreiben, aber nur, dass man weiß, 2000 Liter pro Minute, wenn man eine ganz normale PFBN 10-1000 hat, ja, ist das Ding ein bisschen unterfordert, ne? Das heißt, man braucht dann schon eine richtige Pumpe, wisst ihr, größere Geräte aus den Fahrzeugen, wisst ihr Bescheid. Es gibt so ein paar Sicherungsfunktionen, Sicherheiten. Interessant finde ich auch, dass, wenn man darauf achtet, die Form müsste so ein bisschen erinnern an den Stützkrümmer für einen B-Mehrzweckstrahlrohr zum Beispiel. Da wird die Kraft umgelenkt, sozusagen, dass die Kraft hier nach unten drückt, ne? Ab einem gewissen Druck stellt sich dieser Kopf automatisch. Man kann ja, frage mich jetzt nicht nach den Gradzahlen, dazu müsste ich jetzt hier von jemand von TKW da haben. Kann man die. Ab einem gewissen Druck stellt sich die Düse auf einen Grundwinkel ein, aus Sicherheitsgründen. Um den runterzubekommen, muss man sich mit seinem Gewicht draufstützen und von Hand bedienen. Das ist eine Sicherungsfunktion, die extra so gewollt ist, damit das Ding immer stabil liegt. Ab einer gewissen Wassermenge würde das Ding sonst durchdrehen. Entriegeln, den gelben Stift rumziehen und verlassen. Das Teil ist ebenfalls, aber nur bis 1500 Liter, weil er einen anderen Kopf drauf hat. Ja, was haben wir noch? Hier gibt es zum Beispiel dreifach Sammelstücke, ne, für große Pumpen, wo man auch sowas betreiben will, braucht man natürlich meistens mehr als ein Standrohr auch zur Versorgung oder Standrohr und Tank, weil man muss ja irgendwie es hinbekommen, 2000 Liter auch aus durch einen durch 81er Standrohr will man nie 2000 Liter bekommen, ne? Also deshalb muss man hier die dreifach Sammelstücke nehmen. Hier ist noch, was so interessant ist auch noch, die Sammelstücke, wenn ihr hier mal reinguckt, wir haben hier diese Klappen, ne? Hier sind drei Klappen drin, damit, wenn auf ein Anschluss nur dran ist, hier natürlich das Wasser nicht wieder rausläuft. Ne? Dann haben wir hier noch einen ganz normalen Rückflussverhinderer. Hier ist das mit dem Pfeil gekennzeichnet. Hier ist auch nur eine Klappe wieder drin. Müsst ihr da eigentlich noch aus meinen Videos kennen. Ne? Ähnlich wie beim Standrohr mit Rückflussverhinderer jetzt hier im Rohr. Sieht man hier an dieser Verdickung hier. Ne? Und ganz normaler Klassiker, wie ihr es auch kennt, ne? So. Das hier so zu.
Interessant ist noch, hier wird so ein Schlauchtragekorb genutzt, also ein klappbarer Korb, weil hier für D, also Dora-Schläuche, das ist ein Waldbrandkorb. Wo hier zwei D-Hochstrahlrohre sind, jeweils mit 100 Litern Durchfluss, 100 Liter pro Minute. Ein Verteiler für, das ist ein CDCD. Und genau, dass man halt die D-Schläuche hat für den Einsatz. Also gerade Waldbrände, man hat wenig Wasser meist zur Verfügung, viel Fläche, man braucht Bewegungsfreiheit. D-Schläuche lassen sich natürlich leichter ziehen als C-Schläuche oder sogar manche habe ich auch schon mit B gesehen. Da ist ein Stellungswechsel schwierig. Ne? Hier sind zum Beispiel Armaturen für Wasserdurchflussmengen. Also man kann hier so sehen, ja, den Druck, die Pressure und die Durchflussmenge. Das ist mehr so für den Hausgebrauch. Es gibt hier aber auch so professionelle Varianten für, ich sag mal, es betrifft jetzt nicht uns allgemein, deshalb nur, dass ihr wisst, es gibt so Wasserstrommessgeräte. Dann haben wir hier noch Netzmittelkartuschen oder Netzmittelsysteme. Wisst ihr, wie so eine Art Seife, ein Stück Kernseife, so ein Motto, gibt es extra, die ist hier dann so drin. Ne, und wenn man da Wasser reinschickt, wird das Netzmittel abgetragen vom Wasserstrom und das hat eine bessere Tiefenwirkung im Einsatzfall, das Wasser. Gibt es auch ein Video von mir zu. Dann gibt es hier, das sieht aus wie eine ganz normale Absperreinrichtung. Dann gibt es hier Schnellschaumpistolen. Ne? Da gibt es auch noch mal einen Film zu von mir zu, den will ich noch mal zeigen, was man hier so machen kann. Schnellschaum oder Netzmittelpistolen. Also Unterschied zwischen Netzmittel und Schaumpistolen sind eigentlich nur, dass eine Schaumpistole mehr Luft hat. Deshalb dieser Luftkopf, der die Luft durchzieht, ich nenne ihn jetzt mal so. Ist eigentlich genau das Gleiche, nur ihm fehlt hier diese Luftzumischung. Deshalb ist das nur ein Netzmittel, eine Netzmittelpistole. Okay? In verschiedenen Variationen. Also nur für euch mal so ein kleiner, grober Überblick. Ich kann jetzt nicht in 2 Minuten alles genau im Detail erklären, aber dass ihr ungefähr wisst, was man hier so vorfindet, wenn man die Messe besucht. Okay, Willi, für euch, guckt jetzt weiter, los geht's. So, wir gehen jetzt mal zum Adalit-Stand. Ihr kennt ja noch mal ein Video zu der L3000 Power. Und ihr habt natürlich auch gleich den Adalit-Stand gesehen. Jetzt wollte ich mal gucken, was wir hier so Schönes haben. Ich sehe schon hier, es gibt also diese Aufsätze, wie ich sie so von anderen, auch diese Helmlampen kenne, gibt es auch für die großen Adalit. Guten Tag. Hallo. Entschuldigung, erst die Dame. Oh, Feuerwehr-Willi, hallo. Hallo, Feuerwehr-Willi. Tobias Buchholz-Lacont, hallo. Das ist auch mal ein Name. Ja? Sehr schön. Ich habe mal zu eurem Produkt mal ein Video gemacht. Adalit 3000 hatte ich mal ein bisschen vorgestellt, was sie so für Funktionen hat, was für Modi es ja so gibt. Und deshalb wollte ich einfach mal fragen, ganz unvorbereitet, gibt es irgendwas Neues für uns Feuerwehrleute oder für Rettungsdienst, was man wissen muss? Was hast du denn vorgestellt, die 3000 oder die 3000 Power? Gut, die 3000 Power. Was ist der Unterschied zwischen der L3000 und 3000 Power, wäre mal eine Frage. Relativ simpel erklärt, 3000 ist die Lampe, die für die Mannschaft wäre, als Beispiel, das ist diese. Ja. Die schaltet man ein und leuchtet mit beiden LEDs zeitgleich, wo ich 3 Lichtfunktionen habe, weit, den Raum und den Weg. Ja. Ich habe sie ja hier am Mann. Ja. Und die Power, die schalte ich ein und die geht voll auf Distanz. Jawohl. Also wenn ich jetzt mal hier fokussierter Strahl, 250 Meter, ist jetzt vielleicht nicht ganz im Hellen ja darstellbar, ja, aber die ist für Personensuche, für Distanz einfach gemacht. Also Power, das ist die Power, ne? Power für Distanz und die L3000 normal für Innenangriff. Für den normalen Einsatz. Okay, die Info hatte ich euch nicht gegeben, weil ich sie auch bis dato noch gar nicht wusste. Vielen Dank, haben wir schon wieder was gelernt. Hat sich schon gelohnt für uns alle. Und natürlich für einen Löscheinsatz braucht man was zu trinken. Ja, für den Kameradschaftsteil danach, wenn der Dienst beendet ist. Das ist ja auch schön. Ich kann euch auch sogar mit eurem Logo drauf. Ich kann versprechen, dass dieser Turm, wenn das Video aus ist, nicht mehr so stehen wird. So. Okay. Ah, das ist ganz gut, was du gerade gesagt hast. Die Lampe gibt es auch hier so mit
Das ist die Befestigung, was ich meinte, ne? Genau. Das gibt es von verschiedenen Marken. Nein, ich mache in dem Fall ist S-Guard, es gibt es auch von Texport und so weiter, ne? So, es geht nur darum, es gibt ja halt diese Schlaufen. Was ist denn das hier für ein Teil? Das ist ein ganz neues Modell, ja? Aha. Ja, mal gucken, ob ihr das herausfindet. Die Handlampe oder die Handleuchte, die wir hier standardmäßig mittlerweile haben, ja, ersetzt trotzdem nicht das Modell, was ich auf dem Boden stelle und ausleuchte. Auf das ist ja für Hände frei und arbeiten. Zack, 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 runter. Aber das Ding kann ich hinstellen. Das leuchtet mir im Prinzip da hinten was aus. Das Ding, wenn ich es hinstellen würde, würde umkippen. Ja, aber eigentlich kann man es auch. Na gut. Aber steht nicht so sicher. Ich habe eigentlich mal, glaube ich, im Film gesagt, dass man die sogar hinstellen kann. Steht die nicht? Eben. Also auf Ebenen schon, genau. Ja. Deshalb ich heute. Sie steht schon. Sie steht schon. Ja. Die ist gemacht, um eine Körper zu tragen. Und die ist tatsächlich gemacht, um mal schnell mehr Licht zu haben. Großes, ja, großes. Personensuche, Wald, ja, im Dunkeln. Genau. Oder halt hinstellen. Ja. 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 Und ist der, weil die jetzt ein bisschen größer ist? Mit Rücklicht. Mit Rücklicht? Mit Rücklicht. Und was ich hier nicht mehr brauche. Muss man denn irgendwie. Kann ich, auch, kann, ich, na, kann ich auch ausschalten. Aber was ich hier nicht mehr brauche, ist zum Beispiel die Streu, die Vorsteckscheibe. Ach so. Ach, ja, gut. ja, okay. Ihr kennt das sonst immer, dass man die orangen Scheiben davor machen musste. Genau. Damit man den Verkehr nutzen darf als Warnleuchten. Kannst du hier. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, und das wäre im Prinzip das, was sicher nicht mehr täglich gebraucht und genutzt wird, aber ganz wegzudenken ist sie, glaube ich, nicht die Handlampe. Ja. Nicht gänzlich. Okay. Aber das sind. Also ich persönlich bin mehr so ein Freund von der Helmlampe, aber auch nur ergänzend. Ne? Aber haben wir auch wunderbare neue Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir wollen jetzt auch nicht keinen Adalid-Film machen. Aber nur mal kurz, nur ein kurzer Einblick. Also ganz dafür, kurz? Ja? Okay, ganz kurz. Ganz kurz? Okay, ganz kurz. Ich mache auch ganz schnell. Was hast du denn da? Ich habe eine Helmleuchte. Die hat das, was viele nicht haben, nämlich ein Rücklicht. Auch als erstes nach vorne Licht, keine Frage. Aber wenn tatsächlich hinten jemand mich sucht und es ist verraucht, von mir, hätte ich ein Rücklicht. Ist denn euer Entwickler bei Adalid, ist der von Lego Technik mal gekommen, oder? Der hat viele Ideen. Ja, ist gut. Na, hier kriegt man ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr. Ob ich das immer brauche und will, ich kann es auch abstellen, wenn ich es nicht benötige, indem ich ein zweites Mal drauf drücke. Ja. Und vielleicht ein letzter Punkt, dann machen wir auch einen Punkt hier tatsächlich. Ja. Wenn ich die Batterie-Variante einschalte, dann blinkt die zu Beginn, wenn sie voll ist, viermal. Ich weiß also als Anwender, ich habe 4 Stunden für viermal blinken Restleuchtzeit. Oh. Nach einer Stunde Nutzung, nächstem Einsatz nur noch dreimal, 3 Stunden. Ich kann also ein Countdown. Sie kann nicht mehr ausgehen, ohne dass ich es weiß. Zwecks Batterientausch. So, und jetzt ist hier der Punkt, weil ich aber cool. So, ich sag mal schönen Dank. Willi, vielen Dank. Ja, okay. Und wir gucken weiter auf den Stand, was sonst noch Schönes gibt. Los geht's.